Herzlich willkommen im Stadion, sagen Frank Buschmann und Manni Breugmann. Man weiß nie so genau, was passiert im Fußball. Wir hoffen auf spannende Fußballunterhaltung. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Also die Atmosphäre im Stadion, da stellen sich ja die Haare senkrecht, da geht doch einfach nichts drüber. Und das werden Tausende von Fans genauso sehen, Mann. Die große Frage beim VfB: Kann sich dieser Verein in den nächsten Jahren wieder unter die ersten vier schieben? Boah, gute Frage. Also in der jüngeren Vergangenheit hatte der VfB durchaus mit vielen Trainerwechseln und sicherlich damit verbunden, in konstanten Leistungen zu kämpfen. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Und nun Ivicevic. Didavi. Und nun Martin Hanek. Ronny. Didavi. Und nun Christian Gentner. Findet seinen Mitspieler. Achtung! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Didavi. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und nun Martin Hanek. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Herrliche Flanke. Hosogal. Schellbrett. Jing. Ja, es gibt Einwurf. Und nun Christian Gentner. Sakai. Das war eine faire Aktion. Jing. Hosogal. Pass nach draußen auf den Flügel. Ronny. Pekarik. Gute Flanke. Herr Ober, zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre das gegangen. So sieht das der Trainer gern. Und nun Martin Hanek. Sakai. Pekarik.
Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Das muss es sein. Ein. Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Die Dati. Und Martin Hanik. Das Bällchen rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt suchen sie die Lücke. Sakai. Und Martin Hanik. Gutes, schnelles Passspiel. Die Davi. Sakai. Harter Zweikampf. Jeng. Ronny. Salomon Kalou. Jing. Jetzt kann er flanken. Salomon Kalou. Sehr, sehr gute Flanke. Mit etwas Glück. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Wir wollen Aktion sehen. Wir wollen Tore sehen. Nichts davon. Nee, also ich bin... Das gibt's auch. Ich bin fast sprachlos. Das ist ja gar nichts. Also schlimmer geht's nimmer. Was wir da gesehen haben, ich war entsetzt. Jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Ja, alles viel zu vorsichtig, Manni, alles viel zu defensiv. Kein Mumm nach vorne. Ja, er grätscht da rein. Die Davi. Und nun Christian Gentner. Ronny. Salomon Kalou. Hosokai. Vekarik. Hosokai. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Nicht getroffen. Hier doch noch der Siegtreffer. Vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Sakai. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Und nun Christian Gentner. Pekarik. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Und nun Christian Gentner. Sakai. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ronny.
Hosokai. Und jetzt! Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Und zwar, das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch, wie der war. Also, wer macht hier den Treffer? Gegen solche Torhüter keiner. Unglaublich. Klasse Zuspiel. Und... Sakai. Einwurf. Und jetzt wechseln sie. Und nun Christian Gentner. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Jetzt macht der Trainer seinen ziemlich unglücklichen Auftritt am Ende und nimmt ihn vom Platz. Das war insgesamt gesehen nicht sein Zuckertag, oder Buschi? Ganz sicher nicht, Manni, aber das kann hin und wieder kann das einfach passieren. Und ich bin mir sicher, dass wir einen ganz anderen Spieler in der nächsten Partie sehen werden. Und nun Ibišević. Und nun Christian Gentner. Oh! Ja, mit dem Unentschieden, da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Karik. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Salomon Kalou. Der geht jetzt aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Ja, was haben sie denn zu verlieren? Sie werfen jetzt alles nach vorne. Und es kommt noch ein Stürmer. Ja, wenn man gewinnen will, dann muss man offensive Leute bringen. Moritz Leitner. Und nun Christian Gentner. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Didavi. Wo ist die Lücke in der Abwehr? In der Mitte ist viel Platz. Spiel doch dahin. Jetzt zieht er ab. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Jing. Jetzt eine gute Flanke. Kann er. Prima! Unglaubliche Parade.
Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Gibt's nicht im Kino, die gibt's hier auf dem Fußballplatz. Jetzt müssen sie nur noch den eigenen Strafraum dicht halten und da haben sie gewonnen. Ich glaube, Manni, das war die Entscheidung. Hauchdünn, hauchzart, 1:0 ist das Schlussergebnis. Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, Sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Manni Breukmann sagt Tschüss, bis die Tage.